Der folgende Beitrag wird Ihnen von Spielweltschutz aus Neuötting präsentiert. Seit heute, 22. Mai 2021, ist das Dinoland hier in Tüßlingen wieder eröffnet. Das Ganze geht bis zum 12.09.2021 und T-Rex und Co. laden wieder zahlreiche Familien ein, sich hier auf abenteuerliche Reise zu begeben. Wir von Schmidt Video waren heute bei der Eröffnung für Sie vor Ort und zeigen Ihnen die Highlights. Und ganz zum Schluss unseres Beitrags gibt es dann noch 3 Familienkarten für Sie zu gewinnen. Bleiben Sie dran! Neu bei Spielweltschütz, Wohnmobilvermietung Neuötting, Komfortcamping all inclusive. Rund 50.000 Besucher haben das Dinoland im Schlosspark Tüßling im letzten Jahr besucht und waren begeistert vom abwechslungsreichen Angebot. Und in diesem Jahr legen die Macher nochmal eine Schippe drauf. Auch in diesem Sommer wird das Dinosaurier-Freilichtmuseum ein weiteres Mal seine Pforten im Schlosspark Tüßling öffnen, mit zahlreichen neuen Attraktionen. Ab heute ist das Dinoland hier in Tüßling ja wieder geöffnet. Wie groß ist denn die Freude, dass man endlich aufmachen hat dürfen? Das ist ungefähr dasselbe, wenn ich ein Kind frage, wie sehr freust du dich auf Weihnachten? Ne? Also uns geht es ähnlich. Wir sind natürlich über den langen Winter und über die intensive Vorbereitung zu Ostern parat gewesen, um aufzusperren. Und dann natürlich die Hiobsbotschaft, wir dürfen nicht. Und jetzt waren wir da und haben gewartet, bis die Inzidenz fällt. Und seit letztem Samstag ist es ja soweit. Und heute endlich der erste Tag. Und wir sind so glücklich, dass wir endlich jetzt unsere Dinos und auch die neuen Exponate, die wir hier dazu bekommen haben, unseren Kindern und unseren jungen Forscherinnen und Forschern zeigen können. Und und man sieht es ja, also der Erfolg gibt uns recht. Auch 2021 werden T-Rex und Co. wieder jung und alt in den Schlosspark locken. Und bei der zweiten Auflage wird es dann noch mehr lebensechte Exponate und tolle Attraktionen geben. Im Dinoland können die Besucher in die geheimnisvolle Vergangenheit unseres Planeten eintauchen. Sie begeben sich auf ihre Entdeckungstour durch das weitläufige Forschungsgelände auf eine erlebnisreiche Reise in ein längst vergangenes Zeitalter vor über 200 Millionen Jahren mit mehr als 70 lebensgroßen und realistischen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien. Wie so viele Dinge im Leben sich auch verändern und verbessern, haben wir auch daran gearbeitet. Es ist nicht nur Dinoland die zweite Saison, sondern auch die Version 2.0. Wir haben das Forschercamp bzw. den Sandkasten und die Ausgrabungsstätte, die letztes Jahr im Innenhof vor dem Museum gelegen ist und da ein bisschen für Stau gesorgt hat und auch von der Kapazität her nicht das Vermögen geboten hat, hier komplett neu gestaltet. Wir haben ein tolles Forschercamp kreiert und da haben über 50 Kinder die Möglichkeit, jetzt nach Fossilien zu suchen, Haifischzähne, Edelsteine zu entdecken und auch natürlich das eine oder andere hier im Park zu sehen, weil wir haben 9 neue Dinos, unter anderem der über fast 5 hohe Gigantoraptor oder der Lufengosaurus oder der Irritator. Also wir haben viele neue Dinos hier zu präsentieren und auch ein ganz spezielles Stück ist mein Favorit, der Dakotaraptor, der ja auch gefiedert oder ein bisschen mit Federn versehen ist. Und wenn jetzt die Leute sagen, ja, da will ich unbedingt hin, was müssen denn die Besucher beachten? Gibt es da irgendwas gerade jetzt hinsichtlich Corona? Es gibt nicht mehr oder weniger wie letztes Jahr auch die Maskenpflicht, die allerdings in diesem Jahr am ganzen Gelände herrscht. FFP2-Maskenpflicht ist vorgesehen. Im Innenbereich, wo die Gastronomie ist, darf man an den Tischen die Maske abnehmen. Aber ansonsten kann man sich hier ohne Test hier einfach über unsere Webseite dino-land.de ein Ticket lösen und hier kommen und einen wunderschönen Tag mit den Kindern hier verbringen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir verlosen 3 Familienkarten, a 2 Erwachsene und 2 Kinder. Was Sie dafür tun müssen, ist eigentlich ganz einfach. Erstens folgen Sie unseren Social Media Kanälen, zweitens liken Sie unseren Beitrag und drittens kommentieren Sie, warum genau Sie diesen Gewinn gewinnen möchten. Sie haben Zeit bis Dienstagabend um 8 Uhr und am Mittwoch im Laufe des Tages werden wir die Gewinner dann ganz einfach per Nachricht benachrichtigen.
Der Familienerlebnispark Dinoland ist vom 22. Mai bis 12. September 2021 jeweils von Freitag bis Sonntag geöffnet und in den bayerischen Schulferien von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der letzte Einlass findet 2 Stunden vor Schließung statt. Nähere Informationen auch zu den Corona-Vorschriften finden Sie auf der Webseite www.dino-land.de. Das Dinoland hier in Tüßling ist wirklich was ganz Besonderes für Jung und Alt. Wir können euch nur empfehlen, kommt vorbei und überzeugt euch selbst. Und vergesst natürlich auch nicht unser Gewinnspiel. Dort könnt ihr 3 Familienkarten gewinnen, a 2 Erwachsene und 2 Kinder. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihre Nicola Koska. Spielweltschutz hofft, der Beitrag hat Ihnen gut gefallen und wünscht Ihnen nun viel Glück bei der Verlosung der Familientickets.